Mit dem Handwerk auf Zeitreise gehen. Das ist Thema der aktuellen Ausgabe von HWK TV, die in eine 150-jährige Familienbäckerei entführt und in ein Heimatmuseum, das sich auch traditionellen Handwerkstechniken verschrieben hat, die durch hauptamtliche Handwerker in ehrenamtlichem Freizeiteinsatz am Leben erhalten werden. Wehr in der Eifel. Im Herzen des Ortes betreibt seit 150 Jahren die Familie Genn ihre Bäckerei. Durch Hermann Josef Genn und dessen Ehefrau 1862 gegründet, steht heute die vierte Generation am Tresen. Rolf Genn und Ehefrau Manuela führen seit 1991 den Familienbetrieb, der vor Ort für die Versorgung der Bevölkerung da ist und auch Jugendliche ausbildet. Zurzeit habe ich zwei Lehrlinge beschäftigt. Einen im dritten Lehrjahr, der jetzt kurz vor seiner Prüfung steht, und einen jungen Mann hier aus dem Ort, der in seinem zweiten Lehrjahr ist. Wir wollen jetzt im Sommer auch wieder einen neuen Lehrling einstellen. Die Traditionsbäckerei bildet so selbst für die eigene Zukunft aus und das seit Jahren erfolgreich. Der Kontakt zur Jugend ist für Familienvater Rolf Genn wichtig, der auch Kreislehrlingswart ist. Außerdem Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr wie auch aktiver Karnevalist. Und nun neben diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch das 150-Jahr-Jubiläum seines Betriebes vorbereitet, das am 25. und 26. Mai gefeiert wird. Dafür hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen und lädt Freunde, Kunden und Interessierte ein. Wir werden im Mai zum ersten Mal hier bei uns in der Bäckerei eine Nacht des Backens veranstalten. Bevor das losgeht, an den Weiterabend um 20 Uhr, haben wir hier einen offiziellen Festakt. Es wurden viele Politiker und Ehrenämter eingeladen, die ihre Zusage gemacht haben, hier zu unserem Fest zu erscheinen. Wir werden um 15 Uhr starten mit einem offiziellen Empfang und werden fortführen mit der Nacht des Backens, wie ich eben schon sagte, um 20 Uhr und werden open lassen bis morgens um 6 Uhr, so dass sich alle Verbraucher hier im Ort mal umschauen können, wie ihre Backwaren, die wir ihnen jeden Samstag und in der Woche über präsentieren, hier erstellt werden. Und natürlich wird auch über 150 Jahre Bäckerei Genn philosophiert, die eng mit der Geschichte von Wehr verbunden ist. Handwerklich hat sich in diesen 1,5 Jahrhunderten einiges getan, gerade was die Technik angeht. Doch bei den natürlichen Grundlagen für sein Brot legt Rolf Genn größten Wert auf regionale Verbundenheit und den Einsatz von reinen Naturprodukten. Ein Ansatz, den man auch im Heimatmuseum Udenhausen verfolgt. Doch hier betreibt man heute auch noch den Holzofen, den Genns Vater im Zuge der Modernisierung 1960 gegen einen Dampfofen ersetzte. Am Holzbackofen steht hier Monika Vogt. Keine gelernte Bäckerin, sondern Juristin, die es sich aber vor Jahren zur Aufgabe machte, die Geschichte von Udenhausen bei Boppard in einem eigenen Museum aufzuarbeiten und so zu bewahren und zu vermitteln. Dabei kommt den historischen Handwerkern eine besondere Rolle zu. Eine Initiative, die durch mehrere Udenhausener und Nachbarn unterstützt wird, die sich historische Techniken angeeignet haben und diese auch zum Handwerkertag am 3. Juni präsentieren. Ohne die ging es gar nicht. Es gibt zwei, drei kleine Handwerke, die wir in der Familie auch selbst zeigen könnten. Aber ich bin so dankbar, dass sowohl hier aus dem Heimatort Udenhausen als auch der näheren Umgebung sich so viele bereit erklärt haben. Ich hatte zunächst begonnen mit 12 Handwerken und sei es bei Führungen, wo dann noch jemand kam, zum Beispiel der Drechsler, und anbot, haben Sie schon einen Drechsler, sonst würde er gerne mitwirken. Aber auch durch das Gespräch mit anderen kamen wir dann noch auf weitere Handwerke wie die Putzmacherin, den Steinhauer und auch den Korbflechter. So entwickelte sich das Heimatmuseum auch zu einem Zentrum handwerklichen Schaffens, ganz im Stile alter Gewerke und damals eingesetzter Techniken. Das können Besucher natürlich auch am Handwerkertag erleben, wenn am 3. Juni gewebt, gebacken oder gehämmert wird. Monika Vogt sagt, warum es sich lohnt, an diesem Tag ins Heimatmuseum zu kommen. Weil er all die alten Handwerke von früher kennenlernt, dargeboten von Hobby-Handwerkern, aber auch von Handwerkern, die den Beruf professionell ausüben. Es gibt einen Barbier, eine Putzmacherin, falls jemand das nicht weiß, das ist eine Hutmacherin oder Haubenmacherin. Es gibt eine Schneidermeisterin, die auf einer uralten Nähmaschine nähen wird. Draußen vor dem Museum auf der Freifläche Besenbinder, Korbflechter, Seilemacher. Dort kann man auch Seile erwerben oder an seinem eigenen Seil mitdrehen. Daneben gibt es einen Schmied, es gibt Schuhmacher. Der Schmied ist nicht nur im Museum ein Metallhandwerker. Auch im wirklichen Leben ist Franz Bollinger aus Waldeck beruflich mit der handwerklichen Metallverarbeitung verbunden.
Sein Familienunternehmen wurde 1830 gegründet und schreibt so wie das Heimatmuseum an seinem historischen Standort in Udenhausen Geschichte, die dank lebendiger Werkstätten zum Erleben und selbst mit Anpacken einlädt. Handwerksmeister Bollinger wird zum Tag des Handwerks mit einer mobilen Schmiede anreisen. An dem Tag bringe ich die Schmiede mit, ein Feuer, eine Esse, Amboss und so weiter und schmiede den Leuten hier, zeige den Leuten hier handgeschmiedete Nägel sowie Hufeisen für Kühe, Ochsen oder auch Pferde. Das Schmiedehandwerk ist am 3. Juni eines von 16 Gewerken, die gezeigt werden. Mehr Informationen zum Handwerkertag gibt es unter heimatmuseum-udenhausen.de oder in der nächsten Ausgabe Handwerk Spezial, die am 26. Mai in der Rheinzeitung erscheint.